Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute schauen wir uns den Park von Daniel an und der heißt Jurassic World Park Washington. Und das erste, was wir hier sehen, ist eine Toilette. Schon mal sehr cool. Heute auch mal wieder in der Ego-Perspektive, weil der Park ist nicht ganz so riesig wie die letzten. Da sieht ja alles gleich ganz anders aus. Schicke Sitzecke. Und wir scheinen hier auch direkt auf eine Lagune zuzugehen. Oh, hier sind auch noch mehr Toiletten und Hotels. Ah, cool. Ich müsste jetzt eigentlich auch... Was ist das denn da oben für ein Zeichen? Na, egal. Ich glaube, ich müsste jetzt so einchecken können in dieser Ansicht. In die Hotelaussicht. Und die ist ja wirklich mega schön. Schön nach draußen auf den See und die Berge im Hintergrund. Das sieht cool aus. Und jetzt gehe ich hier sogar wieder richtig raus. Praktisch. Und nach hier ist auch eine schöne Sicht. Ist auch cool, wie hier das hier qualmt mit den Abgasanlagen. Aber ist wahrscheinlich eher so Wasserdampf oder so. Sonst macht es keinen Sinn. Wird ja voll stinken für die Gäste sonst. Na, ich gehe aber meistens ja in die Poolansicht. Das können wir gleich auch nochmal machen, wenn wir von oben schauen. Geht's aber auch nochmal rum um die gesamte Lagune, so wie es aussieht. Da ist auch ein Haifeeder, das heißt, da erwartet uns vermutlich ein Krone oder Moser. Ich würde sagen, wir checken es einfach aus. Mal gucken. Gehen einfach mal hier hinein. Und dann sehen wir die Lagune. Oh, da unten schwimmt schon was. Oh, ich habe noch eine Mod installiert. Oh nein. Okay, das ist mein Fehler, Leute. Normalerweise wäre das ein Mosasaurus. Das ist jetzt Godzilla. Wegen meinem Zweitkanal habe ich nämlich noch eine Mod installiert. Der ist sogar gerade perfekt hier lang geschwommen. Ja, auch nicht schlecht, ne? Godzilla im Washington DC Park. Hat was. Sorry, Daniel. Aber ist, denke ich mal, halb so wild, ne? Den Mose haben wir ja schon häufig genug gesehen, deswegen denke ich, ist das mit dem Godzilla eigentlich ganz witzig. Das ist ja auch echt schön dekoriert. Also diese ganzen Plätze und so, die kann man sich eigentlich immer besser von oben angucken, finde ich. Okay, das ist echt ganz witzig, dass da Godzilla schwimmt. Da landet auch gerade ein Heli im Hintergrund. Godzilla taucht ab. Jetzt wird's gefährlich. Ich glaube, der wird jetzt aber erstmal nicht zum Haifeeder schwimmen. Ist auf jeden Fall sehr unwahrscheinlich. Deswegen würde ich sagen, gehen wir weiter. Und du hast ja auch mit Felsen gearbeitet. Der ist doch echt schön platziert. Okay, bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ich bin verwirrt. Ach, hier ist der Anfangsplatz, okay. Hier gibt es auch noch einige Fressbuden. Das ist natürlich auch immer schön. Ich glaube, hier ist der Weg. Ja, den Weg müssen wir gleich entlang, aber ich würde sagen, wir schauen mal kurz von oben. Und dann kann man auch mal die ganzen Plätze und sowas erkennen. Du hast ja auch mit drei verschiedenen Wegfarben gearbeitet. So alle drei, die es gibt momentan. Ich hoffe, da kommen noch mehr Wege ins Spiel. Irgendwann mit irgendwelchen Updates oder so. Sieht aber echt interessant hier alles aus. Coole Wegform. Und auch eine sehr coole Lagune von der Form. Oh, da schwimmt auch noch mehr drin. Da sind noch Ichthys mit drin. Habe ich vorhin gar nicht gesehen. Aber ich kann leider nicht weiter runter mit der Kamera. Das ist, glaube ich, immer, wenn man außerhalb des bebaubaren Bereichs baut mit dieser Mega Islands Mod. Aber jetzt könnt ihr nochmal Godzilla sehen, wie er da taucht. Interessant. Okay, da hinten scheint auch sehr viel Industrie zu sein. Also ich glaube nicht, dass wir da nachher noch lang gehen. Ich denke mal, das reicht, wenn wir uns das so angucken. Weil du das echt schön da gestaltet hast. Sogar mit Höhenunterschieden und so. Auch hier tolle Felsarbeit. Okay, das ist echt nice. Ich habe gerade kurz in den Einstellungen nochmal schnell die Dinosaurierkrankheiten deaktiviert. Und jetzt haben wir hier auch irgendwie ein ganz anderes Lichtverhältnis. Also ich glaube, das ist aber das gewollte Lichtverhältnis. Das ist jetzt nämlich dieses Tiger-Farbschema. Also viel hat sich nicht geändert. Das sieht halt nur ein bisschen anders jetzt aus. Das wollte ich euch halt nur gesagt haben, woran es liegt. Aber wir fliegen hier nochmal den Weg ein bisschen weiter entlang. Oh, hier sind auch schon wieder so coole Höhenunterschiede. Das hast du wirklich richtig gut gemacht, auch mit dem Überglätten. Ich weiß, ich fliege hier gerade völlig
kreuz und quer durch deinen Park, aber ich möchte jetzt mal eben den Industriebereich mit den ganzen Mitarbeitergebäuden eben abhaken, dass wir den schon mal gesehen haben. Hier vorne hast du sogar die Wege bis zum Tor geführt. Da kommen aber noch Gehege und Touren und so, das werden wir dann gleich noch sehen. Flieg jetzt mal schnell zurück. Und dann machen wir mal ganz normal an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich hier vorne. Ich bleibe jetzt mal eben in dieser Sicht. Geht immer ein bisschen schneller. Dann kann man auch diese ganzen Wegflächen und so besser sehen. Sieht nämlich echt cool aus. Ist auch wieder schön mit verschiedenen Wegfarben gearbeitet. Und auch toll die Dekosachen platziert. Hier haben wir dann auch eine Beobachtungsgalerie. Können wir eigentlich mal eben reingehen. Oh, das sieht ja echt schön aus. Mit den Paririnos. Ich finde das cool, wie du das Wasser in so einer Fitzenoptik hinbekommen hast. Und auch die Felsen da hinten sehen richtig cool aus. Sehr schönes Gehege. Gefällt mir richtig gut. Und auch eine tolle Dinosaurierwahl. Und hier links ist auch nochmal eine Toilette, so wie es aussieht. Ja, da wollen wir jetzt aber nicht rein. Noch mehr Besucherläden. Und hier geht es dann weiter. Den Weg entlang. Und du hast auch noch so ab und zu so ein paar offene Stellen in die Zäune gemacht. Das finde ich auch immer cool. Dann hat man hier auch nochmal die Möglichkeit, die Dinosaurier zu sehen, wenn sie dann dort auch vorbeigehen. Oh Leute, eine Sache habe ich noch vergessen. Ich wollte nochmal mit euch die Sicht aus dem Pool genießen. Die ist nämlich wirklich richtig perfekt auf die Lagune ausgerichtet. Das ist ja immer so meine persönliche Ansicht, die ich bei den Hotels am meisten enjoye. Hier unten ist es auch perfekt. Also viel besser geht's gar nicht. Das ist echt ein Traum, wenn man dann hier eingecheckt hat und dann im Pool liegt. Und mir ist vorhin auch noch aufgefallen, dass du sogar hier hinten alles noch richtig schön gestaltet hast. Hier geht's dann auch nochmal so ein bisschen runter. Und auch hier hast du nochmal toll die Felsen platziert. Also selbst in Bereichen, wo die Besucher nicht hinkommen, hast du dir richtig viel Mühe gegeben. Und jetzt gehen wir ganz normal an dieser Stelle wieder weiter. Ist heute ein bisschen kreuz und quer. Aber das macht ja nichts. Bringt ja trotzdem alles zu Gesicht. Hier ist auch wieder so eine schöne Öffnung im Zaun, wo man durchgucken kann. Ich finde, das sieht immer voll interessant alles aus dieser Ansicht. Da wirkt das Spiel irgendwie komplett anders. Aber ich finde das mega cool, dass man halt direkt in die Gebäude gehen kann mit einem Klick. Super praktisch. Und hier scheinen Fleischfresser drin zu sein. Oh, guck mal, Kompis sind da. Die snacken sich da gerade ihr Fleisch. Aber ich glaube, das sind nicht nur Kompis, so groß wie das Gehege ist. Oh, den dicken Brocken. Hast du aber gut gemacht, dass man die auch vernünftig zu Gesicht bekommt. Es geht hier nämlich so ein bisschen runter und dann hast du da auch das hohe Gras und so weggelassen. Sehr gute Entscheidung. Und da ist der Hauptakteur des Geheges. Das ist ein Albertosaurus. Auch ein sehr cooler Dinosaurier. Ja, das Gehege ist auch wieder richtig schön mit den Höhenunterschieden und den Felsen. Das ist echt gut gelungen. Was ich richtig cool finde an deinem Baustil ist, dass du die Höhenunterschiede so mit einem richtig flachen Übergang gemacht hast. Also von hier unten nach hier oben, es geht halt gar nicht steil hoch, sondern so ganz, ganz langsam. Dadurch fällt das kaum auf, aber das sieht halt optisch richtig cool aus. Und dann hast du es hier halt auch an dieser Stelle richtig schön mit den Felsen gemacht. Der ist ja richtig wütend auf die kleinen Kompis. Aber cooler Schrei, den der hat. Und dass du hier auch noch Schnee eingebaut hast, finde ich auch richtig cool. Das sieht schon optisch echt mega gelungen aus. Und auch hier hinten hast du das richtig gut gemacht. So, ich bleibe jetzt aber mal in dieser Ansicht. Weil ich finde irgendwie echt, dass man die Parks so besser erkunden kann. Geht halt viel schneller und man sieht die Sachen halt viel besser. Aber du bist da im Stil immer relativ gleich geblieben. Das finde ich auch gut. Also du hast immer so Abschnitte eingebaut und die dann auch schön mit solchen Trennern so ein bisschen vom Hauptweg abgetrennt.
Und da vorne kommt auch das nächste Gehege. Und auch wieder ein Hotel. Wie weiß man das Hotel? Ich gehe einfach mal ganz schnell in den Pool. Und dann haben wir eine wunderbare Sicht auf ein Pflanzenfressergehege mit blutüberströmten Stegos. Was ist denn mit dem passiert? Stegimoloch haben wir da auch noch. Und da rechts hatte ich gerade schon Apatos gesehen. Da vorne ist der Eingang in die Jurassic Tour. Und ist auch nochmal so ein kleiner Platz, wo die Leute in alle vier Richtungen können. Und hier ist auch nochmal eine Beobachtungsgalerie. Da gehen wir mal als erstes rein. So geht das nicht. Jetzt. Da können wir dann auch nochmal die Stegos und Apatos und sowas vernünftig uns angucken. Aber wir können jetzt auch direkt mit der Tour fahren. Weil dann sehen wir die sowieso nochmal besser. Ist halt jetzt mega cool, dass wir direkt einsteigen können und dann gar keine Unterbrechung haben. Oh, da kämpft auch gerade irgendwas. STG, das sind glaube ich Stegos. Mal gucken, vielleicht sehen wir ja den Kampf. Also wenn hier irgendwas sterben sollte oder so, ich bin nicht schuld. Das sind halt die Settings von dem Park. Aber jetzt wissen wir auch, warum der Kollege hier so blutüberströmt ist. Finde ich aber ehrlich gesagt mal ganz cool und spannend, dass die Dinosaurier auch gegeneinander kämpfen und sowas. Das ist ja meistens deaktiviert. Aber dem geht's echt nicht gut, glaube ich. Der ist so voller Blut und Narben. Aber der Streckenverlauf gefällt mir auch richtig gut. Mit dem Wald links und dann rechts der Zaun. Dass es dann links auch so hoch geht, gefällt mir auch gut. Und da sehen wir nochmal den Apatho ein bisschen besser. Ich glaube, das war schon die Tour, oder? Ach nee, hier hinten geht es auch noch weiter. Okay, dann ist die doch noch ein bisschen länger. Hier sind nämlich noch mehr Stegos. Das ist aber, glaube ich, kein Campen, was die da gerade machen. Das dürfte sozialisieren sein. Aber tolle Skins hast du ausgewählt. Düsen wir mal weiter. Oha! Die sind ja schlimmer als ich. Geht's noch? Seit wann fahren die denn so verrückt? Oh, jetzt überhole ich dir mal wieder. Der gibt gerade richtig Gas. Weil der darf nicht vor mir fahren. Das erlaube ich nicht. Hier geht's nämlich auch gleich in ein Aviarium. Ah, schön. Das ist auch nice. Da kommt man in so ein schönes Aviarium und dann sind die Pflanzen auch gleich grüner und tropischer. Das gleiche irgendwie wie Urlaub. Ich finde es auch besonders cool, dass die Dinosaurier uns hier alle so begrüßen direkt. Perfekt, die da auch sitzen und sowas auf den Felsen. Tropiognathus sehe ich, Geosternbergia. Kannst du mal aufhören zu drängeln? Junge, 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 ey. Ich feier schon. Mensch. Oh, auch hier die Felsarbeit ist richtig gut. Schön entlang der Strecke. Hat der mich gerade übers oder durchs Wasser überholt? Na, krass. Habe ich noch nie erlebt, dass jemand so verrückt fährt hier von den NPCs. Oh, das gefällt mir auch richtig gut hier. Richtig tolle Atmosphäre hier drin. Und auch wieder die ganze Felsarbeit und die Höhenunterschiede. Auch wenn die nur so minimal sind. Das sieht einfach toll aus. Düsen wir wieder raus. Ich hoffe, der schläft nur. Hallo? Kannst du bitte aufwachen?
Der atmet noch, oder? Autsch. Der lebt. Das ist nicht der Tote. Gott sei Dank. Aber ich habe auf jeden Fall die Herde aufgeschreckt. Oh, guck mal, wir fahren hier sogar dann durch so einen Besucherbereich durch. Und zum Übergang auch über den Weg. Und dann geht's zurück zur Station. Oh, das ist eine andere Station sogar. Du hast die miteinander verbunden, oder? Kann das sein? Jetzt bin ich wieder in dieser Sicht. Ja, du hast die miteinander verbunden. Das ist ja richtig cool. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Sind wir in diesem Bereich hier? Boah, ich werde mich so hart verlaufen hier in dem Park. Ich dachte eigentlich, der wäre nicht so groß. Aber dann müssen wir eigentlich doch nochmal damit fahren. Fahre ich mal damit weiter, würde ich sagen. Bis wir wieder an der Stelle sind, wo wir vorhin auch eingestiegen sind. Macht ja irgendwo Sinn. Finde ich aber eigentlich ganz cool mit so Zwischenstopps. Boah, das sieht auch wieder richtig schön aus. Wie schön die hier an dem Wasser rumlaufen. Brachios. Gefällt mir richtig gut. Und da hinten laufen auch noch Oloro Titan. Könnte es sein. Oder was ist es? Ja, das sind Oloro Titan. Da kommen jetzt auch noch mehr Oloro Titan. Oh, das gefällt ihm gar nicht. Jetzt kommt auch noch ein Jeep von der Seite. Fährt dem Oloro Titan gegen Fuß. Und der andere legt sich hin. Ich finde es auch richtig cool, dass das so eine riesige Tour mal ist, durch richtig viele Gehege. Weil das ist ja auch immer nicht so einfach zu machen. Da muss man sich echt vorher schon so einen Plan machen, wie man die da durchführen will. Aber es ist ja richtig gut gelungen. Und jetzt sind wir, glaube ich, in der Station, wo wir angefangen haben. Hier sind auf jeden Fall die blutigen Stegos und auch die Apatos schlafen da gerade. Das hat mega Spaß gemacht, würde ich sagen. Gehen wir mal weiter. Hier vorne waren wir vorhin schon, ne? Ja, da waren wir schon. Das heißt, wir müssen jetzt, glaube ich, hier lang gehen. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon richtig viel gesehen durch diese Tour. Ah ja, genau. Hier war diese Wasseroase, wovon alle getrunken haben. Es ist jetzt irgendwie gar kein Dino mehr da. Wie schön diese ganzen Wälder sind. Und jetzt sind wir hier. Da ist die andere Station, wo wir vorhin hätten aussteigen können. Und auch nochmal viele Sitzmöglichkeiten, einige Besucherläden. Und dann haben wir ja hier auch nochmal ein Gehege. Aber ich glaube, da sind wir auch durchgefahren. Aber wir hatten die Ankis da gar nicht gesehen. Das ist, glaube ich, das Gehege, wo wir vorhin die ganze Herde aufgescheucht hatten. Aber die Ankis hatten sich versteckt. Aber jetzt sehen wir die zumindest nochmal. Ich finde das hier drin richtig cool, dass es echt so rüberkommt, als wenn hier drin ein anderes Klima herrscht. Und auch die Felsarbeit ist wunderschön. Das hast du echt toll gemacht. Ich finde es auch mega cool, dass du die Strecke hier so durchgeführt hast und dann alles so richtig schön mit Felsen abgesteckt hast. Hier drin herrscht eine richtig tolle Atmosphäre. Hier vorne hatte ich noch eine Spezies übersehen. In dem Pachyrhinosaurus-Gehege. Da sind nämlich noch Euoplocephalus. Die gerade, glaube ich, betäubt werden. Keine Ahnung, wieso. Ich habe den Befehl dazu nicht gegeben. Aber irgendwie ist in deinem Park richtig die Action.
Der Park ist genauso chaotisch wie ich heute. Eine sehr gute Kombo. Wieso betäubt er den denn jetzt? Wahrscheinlich, weil er den behandeln will oder so. Ich glaube, wir haben jetzt aber alle Dinosaurier und Spezies gesehen. Ich hatte zumindest aus dieser Ansicht von oben das vorhin nochmal gecheckt. Und da habe ich jetzt keine Spezies gesehen, wie die wir übersehen hatten. Ich muss wirklich sagen, dass der Park dir richtig gut gelungen ist. Hat richtig Spaß gemacht, die Besichtigung. Also schon mal vielen, vielen lieben Dank, Daniel, fürs Einsenden. Ich finde das Bild hier gerade so wunderschön. Mit den Brachios. Deswegen würde ich sagen, beenden wir hier das Video. Also vielen, vielen Dank nochmal, Daniel. Und falls ihr den Park auch mal ausprobieren wollt, unten in der Videobeschreibung könnt ihr das Safe Game finden. Und dann könnt ihr euch den runterladen und mal selber spielen. Und falls ihr auch mal einen Park einsenden wollt, könnt ihr auch in der Videobeschreibung vorbeischauen. Da stehen alle Infos dazu. Lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.